Guten Morgen. Heute mein zweiter Ecofin. Wir haben gestern schon die Eurogruppe gehabt. Eines der großen Themen war der Review zu den Präzisierungen im Stabilitäts- und Wachstumspakt. Sie wissen, nach der Krise 2008, 2009 hat man ja darüber nachgedacht, welche Maßnahmen man noch setzen kann, damit auch klarer ist, dass Staaten langfristig stabile Finanzen haben müssen. Und da gibt es regelmäßig eine Überprüfung der Kriterien und die Debatte hat es gegeben. Insgesamt ist man zufrieden, wie diese Maßnahmen gewirkt haben. Es hat dazu geführt, dass die Staatsschulden langsam sinken. Wir sind noch lange nicht am Vorkrisenniveau, aber dennoch sinken sie. Die Defizite in den Budgets gehen zurück. Das heißt, sie haben Wirksamkeit gezeigt und jetzt wird man sich dieses Jahr Zeit nehmen, um auch zu überlegen, braucht es Präzisierungen oder funktioniert eh alles recht gut. Ein wesentlicher Teil heute wird auch sein, dass wir über die Steueroasen sprechen. Sie wissen, es gibt auch einen Kampf gegen diese Steueroasen, wo Steuerhinterziehung stattfinden könnte. Und wir haben als Österreich klargemacht, dass sich natürlich alle Länder an die internationalen Verpflichtungen halten müssen. Das gilt auch für die Türkei beispielsweise, die das derzeit nicht macht. Und deswegen haben wir auch klargemacht, dass wenn sich die Türkei weiter nicht daran hält, dass wir dafür plädieren werden, dass auch diese auf die schwarze Liste kommt. Aber Sie haben jetzt nicht dagegen gestimmt, ein Veto eingelegt, weil die Türkei ist derzeit auf der grauen Liste. Das ist ja das Argument, das tut man auch nicht quasi modifizieren und deshalb braucht die Türkei auch nicht modifizieren. Die Thematik zwischen Zypern und der Türkei ist eine eigene. Uns geht es darum, dass alle die internationalen Verpflichtungen einhalten und dass wir den Kampf gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung wirksam führen können. Deswegen sagen wir, und das haben wir auch mittels Protokollanmerkung klargemacht, dass auch die Türkei sich an diese Vorgaben halten muss. Sonst wird es eine Debatte geben müssen, ob die Türkei auch auf die schwarze Liste kommt oder nicht. Wir haben jetzt gesagt, dass wir bis Ende des Jahres uns ansehen wollen, wie sich die Türkei weiter verhält und dann soll es zu einer Entscheidung kommen. Der aktuelle Vorschlag von Schlaunde stellt sich noch eine Plastikabgabe vor, andere würden sagen eine Plastiksteuer. Aber wie sieht denn Österreich diese mögliche Abgabe, diese eigentlich aus? Nun, der Mechanismus, so wie er jetzt vorgesehen ist im aktuellen Vorschlag, bedeutet ja, dass wenn man besonders viel Plastik recycelt, dass man auch als Staat dann davon profitiert und Geld zurückbekommt. Nachdem Österreich hier sehr, sehr gut ist, findet dieser Vorschlag auch unsere Zustimmung. Aber es gibt Kritiker, die sagen, solche Steuern sind weiterhin eine nationale Hoheit und durch diese Eigendiskussion könnte jetzt diese nationale Steuer vertreten. Ich sehe das auch nicht als Steuer, sondern als eine Abgabe auf Plastik, wo jene Länder belohnt werden, die besonders umweltfreundlich agieren, und da gehört Österreich dazu. Wenn wir kurz bei Steuern bleiben, es ist ein Vorhaben auf EU-Ebene, das viele Ihrer Vorgänger auch schon beschäftigt hat und auf das uns doch wieder das EU-Parlament geprägt hat. Da geht es um das Krankenhaus. Die steht heute nicht auf der Agenda, aber wird immer wieder diskutiert. Wird Österreich die Position eines Nein ändern? Ich frage ja vor allem vom Hintergrund, weil die Grünen in der Regierung auch sehr auf Transparenz vorgehen. Wie Sie richtig sagen, steht heute nicht auf der Tagesordnung und deswegen werden wir uns damit beschäftigen, wenn es auf die Tagesordnung kommt. Und Ihre Position auch abseits der Tagesordnung? Sobald es auf die Tagesordnung kommt, können wir gerne wieder drüber reden. Glauben Sie denn, dass der Gipfel Ende dieser Woche ein Erfolg werden könnte? Wird es einen Kompromiss geben oder muss sehr viel nachgebessert werden? Nun, Sie wissen, dass die österreichische Position immer die war, dass es 1% des Bruttonationaleinkommens sein sollen, die auch weiterhin ins EU-Budget fließen. Da gibt es andere Vorschläge auch vom Europaparlament bei 1,3% oder von der Kommission ursprünglich bei 1,1%. Der jetzige Vorschlag geht aus unserer Sicht in die richtige Richtung, ist aber noch nicht dort, wo wir ihn gerne hätten. Deswegen glaube ich, wird es noch intensive Verhandlungen geben. Glauben Sie denn, dass da ein Kompromiss möglich ist? Weil die Meinung geht uns nicht. Das wird man sich ansehen. Ich bin gespannt, wie der Gipfel verlaufen wird. Vielen Dank. Nun, die Situation rund um den Coronavirus war auch gestern bei der Eurogruppe ein Teil der Debatte, wo es auch darum gegangen ist, die Situation der Weltwirtschaft zu analysieren. Die Wachstumsraten in Europa sind ja
stabil auf niedrigem Niveau. Aber natürlich evaluiert man immer, ob es Herausforderungen geben könnte. Und der Coronavirus könnte so einer sein, wenn er sich ausbreitet. Bis dato möchte ich aber vor allem Danke sagen an die Gesundheitsminister, auch an den österreichischen Gesundheitsminister, der hier ausgezeichnete Arbeit geleistet hat, um auch das Ganze möglichst kontrollieren zu können. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, aber wie sich es weiterentwickelt, wissen wir noch nicht. Danke.